Servus meine lieben Freunde und ein herzliches Willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Farming Simulator 2019 mit mir, dem Berge. Ich bin mitten in einer Moderation und muss mich schon wieder direkt aufregen. Ich habe gerade vergessen, den Frontlader mitzunehmen, dass ich das Einsteuergerät der Gedöns hier mitnehmen kann. Jetzt liegt die Scheiße hier rum, Mensch. Boah, es regt mich schon wieder auf. Ich sehe jetzt mal das gleiche. Gut, lassen wir das jetzt mal. Weil ich bin, Freunde, ich bin gerade am überlegen. Wo kann ich da hoch? Da drüben? Hier? Links? Rechts? Oh, ach, hier. Hier hätte ich eigentlich bei dem Weg runterfahren müssen. Oh, hier ist ein Boot. Das irgendwie auf Grund gelaufen ist, glaube ich. Ich meine, bei uns in Österreich ist eigentlich das, was ich gerade mache, nicht erlaubt. Man darf eigentlich kein Wasser ansaugen aus dem See, es ist gesetzlich verboten, aber wir sind der MLS, wir sind in Felsbrunn und da ist das erlaubt, meine lieben Freunde. Da werden uns die Behörden schon keinen Ärger machen. So, wir fahren jetzt mal das Wasser rüber und schmeißen das gleich mal wieder. Ja, schmeißen eher weniger, aber lassen das gleich mal in den Wassertrog bei den Schweinen. Und danach werden wir uns gleich mal daran machen, die Ballen oder ein paar Ballen zu pressen hier im Bahrain, damit wir dann, meine lieben Freunde, was denn jetzt? Damit wir dann, ja, gleich, der steht schon wieder, oder? Nee. Wo ist denn jetzt der Wassertrog? Ich glaube, der da hinten ist das. Damit wir dann gleich mal ein bisschen eingestreut haben, brauchen die nur so wenig, Mensch. Kann doch keine Kühle rauskommen. Seht ihr da oben, der Helfer hat fast einen vollen, wir brauchen aber generell wenig, eigentlich so gesehen. Wisst ihr, wie wir das jetzt machen? Naja, doch, hat er. Wir hängen vorne den Ballenträger an, klappen die gleich mal auf. Und hinten, jedes Mal, wenn wir zwei Ballen gepresst haben, dann heben wir die Ballen mit dem Ballenträger an und fahren ihn zurück zum Hof. So, ich würde sagen, wir lagern. Wie viel lagern wir denn ein? Ich würde sagen, wir lagern mal 10 Ballen ein und streuen ein, was gibt. Ne, wir lagern. Machen wir 20 Ballen. Die sind dann eh gleich gemacht, also von daher ist das nicht das Problem. Das heißt, wir können rein theoretisch drei Ballen gleichzeitig rüberfahren. Das müsste sich dann genau mit, also wenn ich hier zurückfahre, müsste sich das schön aussehen. Eigentlich müsste der gleich voll sein, oder? Der Helfer. Wenn er schon 80% angezeigt hat, also von daher, glaube ich, müsste der gleich voll sein. So. So, dann gehen wir mal Gerät wechseln. So. Oh! Oha, okay. Aha, interessant. Okay. Ballensammler heißt der überhaupt, ne? Kann man hier? Ja. Okay. Ich verstehe auch gar nicht, warum man den so zusammenklappen kann. Ja, wahrscheinlich, weil es dann ineinander kantet, aber. Das ist irgendwie voll komisch. Aber ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowas eigentlich noch nie gesehen. Ganz ehrlich. Also, ich habe noch nie einen Ballenträger gesehen, der so aufgebaut ist. Die meisten sind also so wie er jetzt ist und ohne diese zwei, also ohne die zwei oberen Formrohre hier, sondern nur mit den, also hat sozusagen nur vier oder so. Ja. Nein, doch vier, habe ich schon richtig gesagt. So, wartet mal. Der Kollege ist ja voll, da müssen wir schon abwandeln. Da könnten wir rein theoretisch wieder einen Keeper ausleihen. Jetzt können wir sowieso gleich was einfügen, weil dann führt er wieder hinten die Schweine durch und dann gehen wir mal rüber. Beziehungsweise wir müssen ja noch jetzt hier die. Ja, Gott sei Dank steht der zu. Wir müssen ja noch hier die Ballen pressen. Aber dann. Das ist jetzt echt Fingerspitzengefühl, aber. Ah! Okay. Ballen abladen. Hä? Was heißt jetzt Ballen abladen?
Achso, Z. Ah, das ist der hinten. Okay, warte mal, ich probiere mal. Können wir jetzt hier rein theoretisch eigentlich was einstreuen? Das würde mich jetzt brennend interessieren. Weil bei den Pferden war das ja nicht möglich so richtig. Also es war irgendwie möglich, aber. Ey. Okay. Ey. Junge, was ist los mit dir? Was betten? Hallo? Was machst du hier? Kollege? Gibt's doch nie. Ich glaube, der hat einen kleinen Bug, meine lieben Freunde. Ich könnte mir nicht erzählen, dass das normal ist. Nicht was, machen wir das anders. Wir machen jetzt hier mal 3 Ballen, müssen glaube ich reichen für den Anfang fürs Einstreuen. Jetzt machen wir nochmal 20 Ballen. Und dann, meine lieben Freunde, dann können wir einstreuen gehen. Aber ich glaube, wir lassen es heute für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Farm Simulator 2019. Lasst einen Kommentar, eine Bewertung, ein Like und freut euch auf das nächste Video. Tschüss!